Das, was heute an Protest gegen die Ampel rollt, ist riesengroß. Alleine in München wurden mehr als 5000 Traktoren gezählt. Und wie das österreichische Magazin Express.at berichtete, nehmen an den Protestaktionen in Deutschland alleine 10 verschiedene Nationen teil. Aber die Bauern und Transportunternehmer stehen nicht alleine da. Denn wie selbst jetzt die ARD zugeben musste, ist die Unterstützung durch die deutsche Bevölkerung an den Straßenrändern riesengroß. Wie groß ist das Verständnis beim Rest der Bevölkerung? Was bekommen Sie damit? Also wir sind, das Team und ich, seit heute früh 6.30 Uhr unterwegs mit einem Konvoi, sind hierher gefahren, eben nach Ludwigshafen. Und was wir erlebt haben, war eine unglaubliche Unterstützung seitens der Bevölkerung. Es wurde am Straßenrand applaudiert, es wurden Schilder hochgehalten, rechts so, macht weiter so. Es wurden ganz viele Aufnahmen gemacht. Auch andere Verkehrsteilnehmer haben unterstützend gehupt. Also es gibt sehr, sehr viel Zuspruch für die Landwirtinnen und die Landwirte und ihren Protest. Und jetzt auch hier bei der Kundgebung sind viele Privatpersonen, die sagen, jawohl, wir zeigen uns solidarisch und wir wollen den Landwirten und Landwirtinnen zeigen, wir stehen an eurer Seite. Protestieren denn nur Bauern und Bäuerinnen oder sind da auch noch andere Berufsgruppen, die die Gelegenheit jetzt nutzen? Oh ja, es sind sehr viele da, von Dachdeckern über Spediteuren und aber auch Vertreter der Gastronomie und der Hotellerie. Ihr Sprecher in Rheinland-Pfalz, der ist auch auf der Bühne und bringt den Bäuerinnen und Bäuern zum einen die Solidarität, will er kundtun. Und zum anderen gibt es da aber seitens der Gastronomie auch die Forderung, die Mehrwertsteuer auf 7% wieder zu kürzen. Also das ist ein ziemlich buntes Sammelsurium, was sich hier trifft. Ich für meinen Teil kenne keine Regierung in der Vergangenheit, die es geschafft hat, innerhalb von 2 Jahren so viel Unmut gegen sich auf die Straße zu bringen. Das ist bisher einmalig. Wenn ich in der Regierung wäre, würde ich mir da Gedanken drüber machen, ob meine Politik wirklich so ist, wie sie für die deutsche Bevölkerung nötig ist. Aber dazu ist man in Berlin ja anscheinend zu abgehoben. Und zu sehr von sich selber überzeugt.